Und es geht wieder weiter mit einer Naruto Chapter Analyse 257 bis 259. Chapter 257, Kakashis Erfahrungen. Klingt an der Stelle ein bisschen seltsam, aber wir wissen ja, was damit gemeint ist. Ja, sie wundern sich halt wegen Itachi, dann wird nochmal erwähnt, dass es der Kerl ist, der seine ganze Familie ermordet hat. Natürlich, in der deutschen Fassung ist es der Typ, der seine ganze Familie hat verschwinden lassen. Gott, ist das böse und wie schafft er das nur? Wieso sind die nie wieder aufgetaucht? Ja, ich weiß, heutzutage hat es sich natürlich zum Glück gebessert mit der Synchronisation, aber ich fand so einige Zensuren so im Sinne von verschwinden lassen und in den Fluss gesprungen, das fand ich schon immer äußerst dämlich. Ja, daraufhin erkennt dann eben Sakura ja die gleichen Sharingan wie Satsuki. Das ist in dem Punkt falsch, weil Sakura hat Satsuki immer nur mit 2 Tomoe-Punkten gesehen und Itachi hat ja nun mal 3. Also die gleichen sind sowieso nicht. Naruto regt sich halt auch darüber auf. Kakashi meint, sie sollen ihn nicht in die Augen schauen. Er erinnert sich dann auch kurz an ein Gespräch mit Gai, wie er gegen Itachi gekämpft hat. Wie er dagegen gekämpft hat, wissen wir, einfach mit Taijutsu und nicht in die Augen schauen, Körperbewegungen ablesen. Sakura meint aber, dass das nicht einfach wäre, damit hat sie auch recht. Daraufhin erzählt dann eben Shio, wie man eben am besten gegen Sharingan kämpft. Wenn man eben alleine vor einem Uchiha steht, dann soll man halt abhauen, aber wenn man zu zweit kämpft, dann soll einer ihn von hinten schlagen. Und selbst wenn man in eine Genjutsu gerät, dann kann man ja entweder sein Chakra eben anhalten oder ein anderer kann sein Chakra in das Chakra desjenigen, der in der Genjutsu gefangen ist, hinein, also einflößen, sodass man dann eben aus der Genjutsu wieder rauskommt. In dem Punkt verstehe ich nicht ganz, warum das Chapter unbedingt Kakashis Erfahrungen heißt. Klar, er hat schon gegen Itachi gekämpft, okay, das stimmt, aber Shio erzählt hier schon ein bisschen mehr, vor allen Dingen allgemein über das Sharingan und es ist schon komisch, dass Kakashi das nicht weiß, wo er doch selber eins benutzt. Und auch damals mit einem Uchiha im Team war, also von daher schon irgendwie komisch. Naja, jedenfalls gut, er sagt auch, dass diese Regeln halt vielleicht für gewöhnlich gelten, aber bei ihm ist es anders, weil er Mangekyo-Sharingan hat und so alles. Dann wird sich nochmal daran erinnert, wie das damals war, als er und Kisame in Konoha ankamen und dass er nach dem Einsatz ziemlich erschöpft gewesen ist und so. Itachi ist halt beeindruckt, dass er ziemlich gut analysiert hat und daraufhin fragt Kakashi noch, wie schlecht seine Sehkraft geworden ist. Daraufhin kann Itachi natürlich sich schon denken, was los ist. Wir als Leser können es nur vermuten. Ja, Naruto will natürlich mitkämpfen, aber Kakashi sagt, er macht das erstmal allein und sie sollen zugucken. Dann wechselt das Geschehen wieder zu der Gai-Truppe. Die kämpfen immer noch gegen Kisame und der setzt Misobunshi no Jutsu ein und schafft es mit dem Wassergefängnis natürlich Lee, Tenten und Neji gefangen zu nehmen und damit bleibt dann nur noch Gai übrig. Ich finde es übrigens interessant, dafür, dass das ja ein Wassergefängnis ist, die können sehr lange irgendwie da drinne atmen und reden. Und vor allen Dingen, als Kakashi damals von Zabuza da gefangen wurde, da hatte der überhaupt keine Probleme wegen der Luft. Hier ist es dann zumindest so, wie man sich das ja eigentlich denkt, weil Wassergefängnis und Wasser, Luft, ne, dass Tenten irgendwann die Luft nicht mehr anhalten kann. Aber trotzdem lange genug, ehrlich gesagt, und das ist schon ziemlich krass. Ja, und im Endeffekt ist damit das Chapter dann auch vorbei. Was die Gai-Gruppe angeht, muss man natürlich sagen, wirkte schon interessant, weil man weiß zu dem Zeitpunkt ja nicht, wie Gai jetzt gegen Kisame vorgehen will, ob er überhaupt in der Lage ist. Und ja, jetzt ist es ja 1 gegen 1, ne? Das ist schon gut gemacht, während im Falle von Team 7 gegen Itachi, auch wenn Itachi stark ist, da denkt man sich natürlich, ja gut, Kakashi wird jetzt wahrscheinlich auch einen Mangekyo-Sharingan haben und damit ist der Kampf sehr leicht wohl entschieden. Ich finde das Chapter von daher einfach nur okay. Weiter geht es mit Chapter 258, Gai gegen Kisame. Kisame ruft sein Schwert zu sich, das kann sich interessanterweise alleine bewegen, also da merkt man schon, es hat so ein bisschen Eigenleben. Ja, er muss dann natürlich wieder erzählen, dass es Samehada heißt und Gai nimmt dann natürlich erstmal Nunchakus oder wie auch immer die Dinger hießen, Nunchakus, ja, ich glaube, so spricht man das aus. Also ihr wisst schon, diese 2 Metallteile, die miteinander verbunden sind oder Holzteile, wie auch immer. Finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht, dass er hier auch mal wieder eine Ninja-Waffe benutzt, weil das passiert ja irgendwie in Shippuden so selten. Am Anfang noch so ein bisschen, dann immer weniger. Ja, Kakashi stürmt dann erstmal auf Itachi los, der hat aber einen Kagebunshin eingesetzt. Naruto greift mit Rasengan an und dann auf einmal sind alle eben K.O., auch Kakashi. Und man merkt natürlich, Naruto ist in einer Genjutsu, da sich halt Shio und Sakura auch in Itachi verwandeln. Zur gleichen Zeit wieder bei der Gai-Gruppe. Gai muss versuchen, Samehada abzuwehren, wird aber übel zugerichtet, weil Kisame schon stärker ist. Er setzt dann auch Gosho Kusame ein, also 5
Haie, die dann so im Wasser auftauchen, beziehungsweise es sind nicht gezielt Haie, aber das Wasser nimmt die Form von Haien an und die können auch zupacken. Gai wäre natürlich unter Wasser unterlegen, nutzt aber Hachimon Tonko und öffnet damit wieder das sechste Tor. Kann das Wasser auch wegdrücken. Neji schafft es dann eben auch, endlich sein Wassergefängnis eben durch Juken, nehme ich mal stark an. Es wird jetzt hier nicht gesagt oder so, aber es ist anzunehmen, zu zerstören und kann damit dann eben auch Lee und Tenten befreien. Natürlich muss Tenten wieder gestützt werden, weil sie ja so schwach ist. Das ist irgendwie andauernd so. Immer wenn das Guy-Team was macht, dann sagt Tenten: Ach, ich kann nicht mehr, lasst uns eine Pause machen und so. Und sie ist immer so erschöpft. Und das finde ich irgendwie auch ein bisschen diskriminierend. Wahrscheinlich nur, weil sie das einzige Weib ist, kann sie gar nichts oder was. Also, es ist schon blöd, aber wir wissen ja alle, Tenten kam ja in Shippuden auch gar nicht mehr vor. Vielleicht mochten die Japaner sie nicht besonders, weil Chinesisch und naja. Ich denke, weiter muss ich nicht sagen. Wenn ihr wissen wollt, warum, dann fragt einfach. Jedenfalls fängt Guy dann eben an mit Asakujaku. Und das ist eigentlich eine verdammt coole Kunst. Es ist so gesehen nichts groß Besonderes, könnte man sagen. Eigentlich bewegt er seine Hände nur so schnell, dass durch die Reibung Flammen entstehen. Und ich fand, das war einfach mal eine Kunst, wo man richtig hingucken konnte. Damit hat er Kisame dann besiegt und ist dann doch ein bisschen erstaunt, weil es sich dabei gar nicht um Kisame gehandelt hat. Dieses Chapter finde ich also ziemlich cool, weil Ninja-Waffe, neue eindrucksvolle Technik und weil es nicht Kisame ist. Kommen wir noch zu Chapter 259, Itachis Können. Ja, Naruto versucht halt die Itachis loszuwerden und bewirft die halt mit Kunais und Wurfmessern. Und erst nachdem sie sich in Krähen verwandelt haben, bemerkt er, dass er in eine Genjutsu geraten ist. Klar, seine Kameraden lagen eben auf dem Boden, stehen auf, werden Itachis, aber jetzt erst durch Krähen merkt er das. Irgendwie ein bisschen dumm. Er wundert sich dann, weil er Itachi nicht in die Augen gesehen hat. Der sagt, dass dieser eine Finger ausreicht. Ehrlich gesagt finde ich das ein bisschen komisch. Wie kann er denn einen mit einem Finger in eine Genjutsu versetzen? Das wurde niemals erklärt. Das sollen wir halt einfach hinnehmen. Und es soll nur zeigen, wie übermächtig Itachi quasi ist. Zumindest in diesem Sinne. Naja, Naruto versucht dann eben, also er erinnert sich an ein Gespräch mit Jiraiya, wo er dann auf Trainingsreise halt war und meinte, er würde gerne selbst Genjutsus einsetzen. Jiraiya sagt aber, er ist überhaupt nicht der Typ dafür, niemand erwartet, dass er das kann. Aber es gibt nun mal eben Gegner, die Genjutsu einsetzen und dagegen braucht er eine Abwehr. Und es hilft halt, wenn man sein eigenes Chakra eben anhält, dann könne man die Genjutsu lösen. Und das versucht Naruto auch, aber Itachi verwandelt halt die Krähen zuerst halt in Wurfmesser und danach eben setzt er noch einen drauf und die Hälfte von Narutos Gesicht wird dann eben zu Sasuke. Auch Sakura, Kakashi und Gaara kommen an seinen Körper und machen ihn Vorwürfe. Naruto gerät in Panik, aber Omashio und Sakura können dann eben ihr Chakra in Naruto geben und die Genjutsu brechen und damit ist das Chapter dann auch vorbei. Ehrlich gesagt, ich finde dieses Chapter irgendwie total für den Arsch, weil es hat überhaupt keinen Mehrwert. Hätte Naruto sich alleine aus der Genjutsu befreit, hätte ich das in Ordnung gefunden, weil dann hätten wir irgendwie einen Mehrwert gehabt und gesehen, oh, Naruto ist ja doch stärker geworden. Damals wäre das nicht so vorstellbar, weil er noch sehr unkontrolliert mit seinem Chakra umgegangen ist. Wäre es so gewesen, dass Itachi irgendwas Interessantes erzählt hätte, wäre es auch noch gut. Aber so war das einfach nur in die Länge gezogen. Und dass Naruto eben nun mal sich Vorwürfe wegen Sasuke oder Gaara macht, das werden wir noch oft genug miterleben. Und das haben wir ja auch schon miterlebt in Bezug auf Sasuke, wegen am Ende des Arcs, wo er dann halt natürlich nicht sehr erfreut darüber war, dass er Sasuke nicht gerettet hat. Und wegen Kakashi und Sakura, da muss man sich gar keine Gedanken machen. Und von daher finde ich das Chapter schon ziemlich schwach.